Da geht man also jetzt erstmal auf Nummer sicher, weil man natürlich da erstmal jede Menge Aufstand braucht. Und da hören wir auch, wie sie Löschmittel, die dort auf das Auto draufgesprüht wurden. Und das heißt also, jetzt haben wir erstmal eine kleine Verzögerung. Gewaltige Schrecksekunde, aber wichtig zu sehen ist, dass Axel Schäferlin, unser junger Mann aus dem Auto, wie gesagt, Feuer gefangen hat in der Einführungsrunde. Sabine Schmitz habe ich angesprochen, steht dort in der Boxengasse. Sie wird nach ersten Informationen die Pokale übergeben, sagen gleich bei der Siegerehrung. Das jedenfalls war in einer Pressemeldung vorher zu lesen. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch so bleibt. Und freuen wir uns natürlich, die Dame, die am letzten Wochenende noch diesen hervorragenden Platz gespielt hat, der die Porsche beim 24-Stunden-Rennen erreicht hat, dann gleich hier oben bei der Siegerehrung zu sehen. Man ist jetzt gerade dabei, den Boden von Axel Schäfer, die ist dort unten in der Mercedes Arena zu bergen. Ist bereits dort in Begriff, das Auto aufzuladen, auf einen Abstelltransporter, der in Formel 2 liegt. Dann also gleich wechseln wir wieder. Es hat die Gelegenheit für uns, die Startaufstellung äußerst genauer anzuschauen. Wie gesagt, Christopher Zanella, den haben wir vorne ausführlich thematisiert. Gestern von 7 gestartet.